Herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 2. Schön, ne, dieses Wort zu sagen. Ich fand sie auch irgendwie so traurig, als ich schon vom Endboss war. Och nö, mein Dead Space Let's Play zu werden. Okay, das wird ein bisschen. Das ist Let's Play. Ist das nicht schön, dass ich es beendet habe, aber nee, für mich ist das nicht so. Hallo? Und ich hab Scheiße. Zu viel gestorben, zu viel gestorben. Ja, müssen ja eigentlich im Prinzip nur Teile einsetzen. Ist nicht schwer zu kapieren. Ich fühl's ja echt mal interessieren, um den Let's Play lösen zu können. Obwohl es ja diesen Laser hier gibt, also das ist ja mal echt interessant. Muss ich immer nachschauen. Wo muss der jetzt fallen? Wo ist das? Was denn? Sind wir etwa auf dem Kopf? Nee. Egal. Da ist das Teil. Das habe ich im Let's Play so lange gesucht. Andere. Naja, ich bin selber Let's Play, aber das ist sich eben mal. So. Drill ich. Was müssen wir jetzt hier betätigen? Haben wir wohl erstmal das? Aber du spielst mir das halt auf keinen Fall. Das ist ja schon drauf. Einbildung! Du dumme Sau! Ja, Isaac bildet sich schon Sachen ein. Als dumm. Kopf. Ellie, die Zentrifuge ist online. Ich gehe zurück zur Bahnstation. Okay. Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Tja, diesmal kann man aber Gegner sein. Gleich. Kommt der hier. Hier. Kinder. Kinder, kommt her. Oh, hier ist klar. Hier ist die Tür. Was? What the fuck? Was hat der Tür geschlagen? Bitte. Nichts wird. Hallo, bleibt die Serie noch so lange nicht stehen? Okay, ich bin hier. Ein! Verpiss dich, du dieser Scheiß! Was zur Hölle? Geh weg! Das kann ich nicht ankaufen. Achso. Leute, ich hab was. Oi. Aber schon. Isaac, Strange macht mir langsam Sorgen. Hören Sie mal. Ich würde nie. Aber schon, Daddy ist kein Mörder. Strange, er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie können ihn nicht sehen, weil Sie die Schritte nicht gemacht haben. Strange, legen Sie den Schraubenzieher weg. Leute! Boah! Seelischer Schock, ey! Der erschreckt mich immer wieder. Es gab noch nie Bomben, es gab noch nie Durchlauf von Netz, wo er mich nicht erschreckt. Da
voll mitten in den Cutscenes. Ich hab's heute extra noch gesehen. Ich hab mich wieder erschreckt. Brauch Luft. Geh auf, Tür. Türe. Da will ich mich. Oh, seht ihr? Türe will mich. Sie will mir. Haben wir was zu verkaufen? Nee, haben wir was zu kaufen? Ja. So. Da sieht man mal, wie einen das Geld ausgeht, wenn man es wie ein Trottel ausgibt. Jojo. Aber das bin ich. Ich bin ich. Dieser Weg bis zu dieser Tür. Ich hab dich mal. Oh, Alvin, scheiße, tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, scheiße. Sind Sie auch... Scheiße, dann beiß doch zurück, Mann. Aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut. Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt. Zumindest müssen wir nicht hier durch. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Bam! Oder was? Was? Ah. Okay. Da waren ja sexuelle Monster, wer erzähl ich damit? Ich meine... Wie kann man bitte denn so viel? Ich wüsste schon was. Wer spricht? Wenn das schon jetzt ist, dann das Sachen. Also, Wolf. Ja, aber ohne Scheiß, ich würde gerne mal wissen, was das wirklich ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sperma ist. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. So pervers ist das. Und wie gesagt, so viel kann keiner irgendwie schon. Ja, das ist immer so pervers. Zu late. Mit einem Bäckchen. Schade für jemanden. Nein, doch nicht das, Isaac. Dummes Isaac. Nein, an der Stelle. Wo? Du kannst meinen Arsch lecken. Bye, bye. So. Aber bitte voll ausgelassen hier. Bin voll der böse Bube. Boah, da war ein Wichsraum hier. Weg da. Du mich unwohl, gut, dass ich meinen Anzug habe. Geht. Isaac, ich bin's. Kann ich doch nur mit dir reden. Ich kann mir nicht allein. Es tut mir leid. Echt? Was? Ah, ja, also ich könnte überhaupt mit jemandem reden. Sie bricht alles aus dem Leben. Und die das sehen, ja, das ist endlich auf
wollte nicht, dass das so endet. Ich wollte dich wirklich wiedersehen. Noch einmal. Ich hab dich geliebt. Hab dich immer geliebt. Ich dich auch. Aber nur wenn ich Zeit hatte. Oh ja, ja, das ist, glaube ich. Ja, natürlich. Das ist der Videolog, den Isaac im ersten Teil bei sich hatte und so oft angehört hat. Ja, aber es hat er auch dazu sagen. Was er dazu sagt. Tja, ich fand so schade, dass der erste Teil nicht geregelt hat. Das ist so beschissen. Das kann ich nicht altgespielt haben. Das ist mega mehr oder was. Hier geht das doch nicht. Das ist ja alt. Ob ich mir nicht glaube, dann ist es einfach so scheiße. Scheiße. Oh. Ich bin nur wegen dir hier, Mann. Da ist er. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich glaube, das ist von jedem Let's Player der Lieblingsraum. Glaube ich zumindest. Meine ist nämlich auch. Wenn man es. Mal gucken, wie ich den Meister war. Das ist jetzt immer schlechter Meister. Andere auch. Der ist sehr gut. Also nur das bei den Vierbeinen. Hier, ich komme jetzt Black. Und jeder Lage. Mal gucken, wie ich den Meister. Oh. Habt ihr gesehen? Ja. Das nenne ich mal ein Bug. Das ist ein Bug. Ja, überall. Durch das Arm. LOL, das ist mal heftig. Das sieht man ja auch so. Ich denke, ja, aber hier. Habt ihr das gesehen? Das ist ja mal heftig. Das ist ja ein Baum. Oder? Das gibt's doch nicht. Nee, ich hab die gelbe Energie so schnell. Ja. An dieser Stelle machen wir einen Schnitt, Leute. Bis gleich. Ich lade gleich noch ein paar hoch. Na, hochladen tue ich nicht, aber machen, jo. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt Spermaraum. Bis gleich.